Hi und willkommen zum nächsten Spieltag der PDL, also der Showdown Liga, diesmal gegen den Jan Plays Nintendo. Und ja, ihr seht mein Team. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Uiuiui, er hat ja ein ganz schönes Team dabei. Aber ich habe halt so an sich schon mit Kabukibo gerechnet oder mit Kyurem Black. Und klein wie ich auch mit Mamute, und ich habe mich halt schon recht über seine ganzen Pokémon halt vorbereitet. So gut es ging. So, dann jetzt habe ich ihm mal viel Glück gewünscht, also ihm auch, weil er viel Erfolg geschrieben hat. Das Dumme ist, ich kann weder Hazards legen noch entfernen. Aber ich dachte mir dann so, ja, die brauchst du doch eh nicht. Und allgemein das Schlimmste wird sein Mamute, weil ich habe recht krasse Bodenschwäche in meinem Team mit bei. Und ja, wir leaden mal mit Wasserkocher. Okay. Ein Erdbeben sollten wir tanken, von daher gehe ich jetzt einfach safe in Steam Eruption, da das Ding eh safe rausgenommen wird, bin ich mir der Meinung. Außer er ist Bandit. Oder er kriegt eine gute Roll. Oder er ist hartes Wesen. Ich weiß nicht, also ich habe das nicht so gut gekalkt, von daher, ich habe einfach mich so ums eigenes Set so gekümmert, weil Vulkanion sollte eigentlich den Sonntag rausholen für Visaflor, da ich den Wachstum drauf spiele, mal wieder. Ja gut, seht ihr, ich hab's getankt, Citro wäre triggert und na, muss sein, ist tot. Als ob. Naja, so schnell kann ein Pokémon sterben, da. Also eh safe schneller, wird eventuell für eine Kreuzdonner gehen. Er kann auch natürlich auch für die Eisattacke gehen. Ich merke, es ist schon das Mega-Venus so. Ich habe mich gerade geschirmt, ob das Mega-Pokémon schon gemegert ist, weil... Obwohl. Kein Custom-Game. So, mir ist auch gerade aufgefallen, es ist ja Uba und kein Custom, von daher ist der dieser Fall ganz normal. Was wechseln wir jetzt rein? Tankt er gut einen Angriff? Ich kann denn mit dem Flame auf richtig guten Druck aufbauen. Ach komm, Lady, komm rein. Ja, Tank war easy. So, und jetzt könnte er eigentlich den Drain Punch halt oder den Machtpunch bedecken und könnte rauswechseln in sein Lunala. Er spielt Fliegen? Wer kommt denn auf die Idee und spielt Fliegen? Also es ist schon mal kein Scarf oder Bandit. Das ist schon mal gut. Naja, dann lasse ich jetzt den Wasserkocher aufzuwarten. So, ich hoffe jetzt noch auf die Sunny Day. Aber ich glaube, er hat den Fliegen extra mitgenommen wegen dieser Floor. Das könnte ich mir schon glatt denken.
erstmal der Fusion Ball, den nehme ich jetzt raus. Okay. Er hat Fliegen und Fusion Ball, das heißt, es ist höchstwahrscheinlich ein komplett physisch offensives Kyurem. Kann ich die Taktik hier? Nee, weil Kyurem baut zu viel Druck auf. Ja, dann kommt Tollwut. Sword Stance, also Schwertanz. Wenn er jetzt den Earth Power drauf hat, dann ist es schon. LOL. LOL. Ja, Fire Fang Go! Das Ding könnte eventuell tot sein. Ja gut, nicht ganz. Aber er hat jetzt den Fire Fang gesehen, von daher kann er wieder rauswechseln. Oder er boostet sich halt gegen, aber er stirbt. Er könnte jetzt in Magierna gehen. Ach Quatsch, in Kapu Kime gehen. Aber ich bleib mal safe. Okay, er geht weiter für den Bullet Punch. Das heißt, oh gut, ich habe Mega Scherox draußen. Ich habe Mega Scherox draußen. Pion Draghi, du machst wieder so einen guten Job. Infernape, okay, das kann damit heißen, dass er eventuell. Hört mich mal kurz nicht. Jetzt hört ihr mich wieder. Ja, da ist ja gerade was dazwischen gekommen, was ich jetzt nicht wegschieben konnte. Momentan ist das Matchup Gravit gegen Kapu Kime. Er ist mit einer YouTube rausgewechselt, er ist so oder so schneller als ich. Ich kann eigentlich in Stordinator safe rein. Okay, jetzt ist ein Lunala gegangen. Er könnte jetzt höchstens Speck sein oder so. Also jetzt auf jeden Fall ist sein Phantomschutz gebrochen und Mist, ich hätte noch eine Finsteraura spielen sollen bei Lausi. Also jetzt wird's kritisch. Jetzt heute nochmal. Okay, jetzt rechne ich mich raus, es ist definitiv Speck. Mir left auch was. Okay.
Oder jetzt versuche ich mal mit Knock of Charm zu drücken, da hier gegen ihn eigentlich ein Scarf-Dings gut gewesen, Mann. Warum habe ich denn den Zash drauf? Egal. Also es könnte eventuell sein, dass ich es auch verliere mal wieder. Ne, also ich will schon gerne gewinnen. Jetzt überlegt er, glaube ich, wegen dem Schaden. Also ich bin ja eh langsam, weil vielleicht hat er Angst vorm Scarf oder so. Keine Ahnung. Aber würde er nicht sein, weil mit frohem Wesen wäre ich ja selbst schneller als ein Ding. Okay. Gut. Brauche ich ihn noch? Nein. Sprich, ich kann ihn jetzt sterben lassen. Was? Ich bin ja in it investiert. Ich dachte erst, warum war ich... Oh, jetzt vorher schon rausziehen können. Gut, Gravel hat mal wieder einen Kill gemacht nach langem. Ah, ja, doch ein Eisbeam oder was? Okay, gut. Okay. Oh, 70%! 70% hat das gemacht! Okay. Also, es hat schon guten Schaden gemacht. Leider werden wir den. Was? Was? Als ob! Als ob! Als ob! Die Chinesen werden die auf jeden Fall nicht tanken. Ja. Na, Mist. Jetzt ist die Frage, tanken wir zwei? Nein, tanken wir nicht. Das ist jetzt eventuell ein Lose. Warte mal, jetzt will ich mal nachgucken. Los, bleib schneller. Porygon. Conversion plus 1 mit den Elektro-Typen. Wo ist er denn? Da. Gegen Lunala. Hat scheiß Graf hier Leftovers. Genau. Thunderbolt. Ich bin immer hier auf plus 1. Wie viel macht der Psychokinese denn? Zu wenig auf jeden Fall. Ja, zu viel. Ja, GG. Ja, 2-0 haben wir verloren. Also, ist noch akzeptabel. Gerade eben start, also vom und ich war 2-3 Minuten vorher oder noch früher, oder noch weiter vorher, stand es ja noch 4-3. Also, ja, Lunala ist halt kein schlechtes Mon, will ich mal jetzt abstreiten, von daher. Ich fand es gut, dass Gravit einen Kill machen konnte. Okay. Also, das mit
Das mit Vulkanien und Mammutil wusste ich im Endeffekt ungefähr schon, weil ich das Team getestet habe über ganz normal Showdown. Und da hatte halt ein Gegner halt auch ein Mammutil und da hatte mein Vulkanion noch 3% gehabt und ich wusste halt auch, dass die Steam Eruption safe killt. Also sprich, das Matchup war halt gewonnen eh für mich. Und dass es nur noch 16% hatte, war halt schon krass. Also ich war dann halt komplett wieder fast auf knapp unter Hälfte. Also ich war gut, also ich fand's gut wirklich. Ich hätte doch lieber Giratina eher mitnehmen sollen. Für Lunala explizit, obwohl er ja diesen Moongeist Beam spielen kann, also die spezielle Attacke von Lunala und ich kann natürlich den Spukball spielen, obwohl ich hätte auch ein Bandit Schienenkraft, obwohl Bandit geht ja nicht. Obwohl. Was labert der eigentlich? Specs Origin, das geht gar nicht. Man kann ja nur ein Item spielen. Also Schemenkraft halt kann halt schon Schaden drücken auf dem Viech. Aber ich habe mich eigentlich recht gut vorbereitet auf ihn. Ich habe zwar Pyandragi recht früh weggeworfen, obwohl ich es hätte eigentlich noch für Lunala gut benutzen können, da ich beide Stabs richtig gut resiste. Und aber dafür hat Meistergriff, also sein, dafür hat er halt ein Fliegen gemisst, was nur 10% Chance hatte. Und ich sollte mal wirklich weniger labern. Und konnte halt meinen Meistergriff noch eine Runde länger behalten und konnte es natürlich rausnehmen. Was ich recht gut fand. Naja, nichtsdestotrotz haben wir wie gesagt zwar nur verloren, was jetzt nicht so tragisch war. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ciao.